Die Feuerwehr aus Weibersbrunn hat gegen 12.20 Uhr einen Segelflieger über dem Ort wahrgenommen, der scheinbar Probleme mit dem Flug hatte. Plötzlich war das Fluggerät nicht mehr zu sehen. Daraufhin machten sich Einsatzkräfte der Feuerwehr Weibersbrunn auf den Weg zur Absturzstelle, um nach dem Rechten zu sehen. An der Absturzstelle fand man dann ein abgestürztes Segelflugzeug vor. Der Pilot konnte die Maschine unverletzt verlassen, wurde von den Feuerwehrkräften betreut. Und die Feuerwehrkräfte haben auch die Batterie abgeklemmt und den Brandschutz dementsprechend sichergestellt. Die Feuerwehr war mit rund 25 Einsatzkräften und 4 Fahrzeugen vor Ort. Die Feuerwehrkräfte werden jetzt nach und nach aus dem Einsatz entlassen. Die Polizei führt noch einen Luftfahrtsachverständigenbeamten hinzu und regelt dann die Bergung des Wracks. Thank you.